Ja, schönen Tag, ich bin Philipp von der Gemeinwohlökonomie. Und Tim Wille von Open Source Ecology Germany. Und wir beide vertreten bis zu 20 Menschen, die an dem Thema neue Ökonomie und zukunftsfähige Produkte gearbeitet haben. Ein sehr großes Thema, wo wir erstmal in der Gruppe gemeinschaftlich 8 große Fragen ausgearbeitet haben, wo wir uns dann intensiver mit 3 Fragen auseinandergesetzt haben, diese im World Café bearbeitet haben, uns immer gefragt haben, was sind die Herausforderungen und Möglichkeiten der Themen. Und übergeordnet waren die Themen Open Source Kreislaufwirtschaft, demografischer Wandel in Kombination mit Digitalisierung und Automatisierung, sowie was können wir ab heute machen. Genau. Das Ganze haben wir so aufgezogen, dann so in dem größeren Gruppenformat, aber dann ausgewertet gemeinsam. Das heißt, also wir haben auch die Gruppen ein bisschen durchrotiert und versucht, so viel wie möglich in der kurzen Zeit zusammenzufassen. Das Ganze dann in einzelnen Punkten sozusagen wiedergegeben. Wir werden das auch alles dokumentieren, Open Source stellen und damit können sich weitere Bewegungen, weitere begeisterte Menschen dann auch beteiligen. Zunächst starten wir bei WeChange. Mal schauen, wo sich das dann hinentwickelt. Wir haben sehr viel auch Fotodokumentation betrieben. Es ist sehr viel, was wir ausgearbeitet haben, sodass man das jetzt hier gar nicht in Kürze wiedergeben kann. Wir versuchen das so transparent wie möglich dann wiederzugeben. Kurz gesagt geht es in 3 Stichpunkten vielleicht zusammengefasst. Wir haben bemerkt, es ist wichtig, dass wir einmal das Bestehende bereits verstehen, richtig, also richtig zusammenfassen, analysieren und dieses Verständnis dann wiederum auch gerade in Bezug auf die neuen Ansätze, die neuen Ideen dann eben auch anwenden. Das heißt sozusagen empirisch auch zu schauen, was geht, sei es über Open Eco Labs, sei es über andere Standorte oder einfache Versuchsprozesse. Und das Ganze dann weiterzutragen, die Erkenntnisse dann weiterzugeben, darauf aufbauend eben neue Ansätze zu entwickeln oder die alten oder neuen Ansätze, die aber schon funktionieren, eben weiterzuentwickeln und auch entsprechend weiter anzuwenden und größer zu skalieren. Das war so die Essenz, die wir rausgezogen haben. Natürlich haben wir angefangen, auch so ein bisschen Leitfäden zu erarbeiten und einzelne Ansätze, wie man schon jetzt und hier im Alltag jeder Einzelne, aber auch gemeinschaftlich eben etwas vorantreiben kann. Aber das würden wir dann in der Dokumentation entsprechend veröffentlichen. Genau. Ja. Verstehen, anwenden, weitergehen. Jawohl.